Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Monster Sanctuary. Genau, ich habe ja hier letztens in der Festung der Monsterhütte aufgehört gehabt. Und ja, in der ersten Aufnahmeseason haben wir ja auch schon einiges erlebt. Wir haben schon die ersten Kämpfe hinter uns. Wir haben zwei Bosse, also sogenannte Champion-Monster besiegt, aber gewöhnt euch daran, dass ich jetzt ab sofort zu den Champion-Monster-Bosse immer sagen werde. Haben schon mit ein paar Dorfbewohner auf dem Hüterweg gesprochen und auf dem Weg zur Festung der Hüter auch schon gesprochen gehabt. Dann haben wir Buran kennengelernt. Er ist ein älterer Dorfbewohner gewesen, der auf dem Hüterweg war, wo wir ja auch gegen seinen grünen Schleimmonster, die Level 5 waren, er hatte ja 3 gehabt, gekämpft haben und anschließend gegen den ersten Boss gekämpft. Das war ja so ein Roboter-Golem. Und ja, danach haben wir, wie gesagt, einen Schlüssel von ihm erhalten und den brauchten wir ja unbedingt, um gegen den zweiten Boss zu kämpfen, haben wir ja auch schon erfolgreich abgeschossen. Und ich habe jetzt mein Team ein bisschen geändert. Ich habe jetzt ein Odinoi und ein Danato. Das sind alles auch Champion-Gegner, glaube ich, gewesen. Weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber auch nicht mehr. Auch schon ein bisschen zurück. Und ja, jetzt geht's hier weiter und bin gespannt, wie weit ich heute komme. Blaue Höhlen. Hallo Will. Hallo Spektralhüter. Ich bin Will Hequet über Hüter des Spektralbosches. Und du musst Lufia sein. Hast du die Gerüchte gehört? Ja, ich habe gehört, dass hier in dieser blauen Höhle ein paar Champion-Monster gibt. Das heißt, es gäbe eine ungewöhnlich große Anzahl Champion-Monster in der Gegend. Genau. Mysteriös, nicht wahr? Wäre es nicht super, wenn wir eins zur Strecke bringen könnten? Das würde uns in der Festung einiges an Respekt einbringen. Vielleicht kann ich sogar den Grund für diesen Anstieg an Champion-Monstern herausfinden. Könnte ein wieder natürliches Phänomen sein. Ich habe allerdings erst kürzlich meine ersten Monster ausgebrütet. Ich habe mich schon jahrelang über Monster und anderes schlau gemacht, aber ich habe immer noch ein paar Schwierigkeiten. Deswegen denke ich, sollten wir einander helfen. Die beiden anderen Spektralhüter sind uns gegenüber im Vorteil. Leonard ist etwas älter und hat deswegen schon Erfahrung gesammelt. Julia war noch sehr jung, als sie Monsterhüterin wurde, also hat sie ebenfalls mehr Erfahrung als wir. Wir sind beide schon Hüterlanziere und wir sind nur Hüterkandidaten. Das bedeutet, unser Rang ist um 3 Stufen niedriger als der ihre. Das ändert sich bald. Aber da es so viel mehr Champions gibt als sonst, können wir sie vielleicht einholen. Eben. Hier, dieses Monsterbuch könnte dir helfen. Keine Sorge, ich habe es von meinem Großvater bekommen und kann es entbehren. Du hast das Monsterbuch erhalten. Du kannst es dir im Menü ansehen. Mein Großvater hat diese Bücher erstellt. Darin sind eine Menge leerer Seiten, aber diese Seiten werden sich füllen, wenn du neue Monster findest und sammelst. Und da ist Leonard. Hey, was macht ihr hier drinnen? Es ist gefährlich in den blauen Höhlen. Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, was vor sich geht? Ich, Leonard, aus der Narasima-Blutlinie, werde mich um diese Champion-Monster kümmern. Das ist keine Aufgabe für ein paar Neulinge. Wir werden ja sehen. Na. Ah ja, der hat jetzt offiziell den Löwen. Irgendwas sagt mir, dass wir auf Will aufpassen sollten. Was Leonard angeht, ich hoffe, dass du ihn irgendwann im Rang überholen wirst. Würde seinem Ego ganz gut tun. Das werden wir auch. Auf jeden Fall. Ah, neue Gegner. Tengu und Grummi.
Mhm. Wasser und Feuer. Okay. Gut, dass du Aquakanone kannst. Oh, Säurering. Ja, super. Die Attacke, die war gefährlich. Ach, ich sehe gerade, wenn ich Dreieck drücke, kann man die ganzen Buffs oder Debuffs hier lesen. Rüstungsbruch. Bringe die Verteidigung und andere Quellen der Schadensverringerung um 25%. Rutschi. So, du bist schon mal weg. Du auch. Boah, über 500 Schaden, ey. Wow. So, und du machst wieder ätzende Stiche auf ihn. Jo, 187 Blutungsschaden. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, also man merkt den Gegnern hier an, dass sie stärker geworden sind. Also jetzt beginnt die Herausforderung erst richtig an. Es fängt an. Okay, dafür brauche ich einen Schlüssel. Blauer Höhlenschlüssel benötigt. Jo. Hab ich leider noch nicht. Ach ja, das ist hier ein kleines Rätsel, glaube ich. War das nicht so? 250 Goldmünz. War das nicht so? Ne, ich fliege momentan lieber. Oder ich täusche mich. Das kann auch sein. Ah, da ist wieder eine Stelle. Armreif plus 1. Ach ja, stimmt. Ich muss ja den neuen Teammitgliedern hier auch noch ausrüsten. Ich vergesse das jedes Mal. Oh, die Brosche ist eigentlich ganz gut. Meine Regeneration ist wichtig. Oh, eine grüne Kiste. Und da ist der Höhlenschlüssel natürlich drin. Öffnet eine Tür in folgendem Gebiet. Blaue Höhlen. Also kann ich da oben wieder zurück. Jawohl. Und erstmal wieder kämpfen. So. Du machst erstmal hier die Aquakanone auf ihn. Jo, Rüstungsbruch. Jo, das war ein Crit. Und ja. Erstmal auf ihn. Schleimschuss. Und unser Monster ist leider jetzt vergiftet. Ja, es gibt auch Giftmonster. Leider. Ah ja, das ist hier ein kleines Schalterrätsel. Ach ja, das sind hier die Plattformen unter uns. Genau.
um... Nee, zu hoch. Also der ganz rechte, der muss auf jeden Fall nach unten. So, ich guck mal, wie es jetzt aussieht. Also der linke, der muss auch auf jeden Fall nach oben. War auch der mittlere. Okay. Ja. So kleine Rätsel hat das Spiel auch. Also der mittlere auf jeden Fall nach oben. Und der linke. Jawohl, reicht. Sehr gut. Ich gehe jetzt mal nach oben. Und da hat sich die Kiste versteckt. Oh, Scheife plus 2. Ja, ihr merkt es. Die Sachen kommen immer eine größere Zahl am Ende. Oh, 3 Tengus. Okay. Blitzschlag. Und du machst das eine Stiche. Der letzte Schlag war ein Crit, auch gut. Jawohl. Ja, wenn man die Schwächen hat. Die gegnerischen Monster hat, dann gehen die Kämpfe natürlich sehr schnell. So, Level Ups, sehr schön. Aquakanone Level 2. Okay, sehr gut. Casey, du bekommst jetzt erst das Schock. Das ist eine passive Fähigkeit. Zu Kampfbeginn wird einem zufälligen Gegner Schock zugefügt. Ach nee, Quatsch. Der hat ja noch keine Skillpunkte, aber er. Explosion Level 2. Sehr gut. Magie Plus erhöht um 9 Punkte. Sehr gut. Feurige Schüsse plus 2. Und Entfachen. Passive Fähigkeit. Jeder Treffer hat eine 10%ige Chance, Verbrennung zuzufügen. Jo. Alles klar. So, ah, noch mehr Kisten. Katar. Na, scheiße, die kriege ich natürlich jetzt nicht. Ah, verdammt. Dann müsste ich von der anderen Seite kommen. Ah ja, da, das war glaube ich die Stelle, wo jetzt von meiner Seite aus der Hebel ist, aber auf der anderen Seite die Tür blockiert ist. Ja, toll. Bringt mir jetzt natürlich nicht allzu... Moment, ich habe da Gegner, Monster, sag ich mal, die... Moment. Aktiviert Botenhebel, genau. Aha, sieht aus wie Turtok, ne? Mais, sehr schön. Nee, ich will das jetzt nicht riskieren, sonst habe ich mich hier selbst eingesperrt. So. Fungi. Armschwäche Feuer. Okay.
Lebens. Ich mach erstmal die Pilze weg. Spore. Und Säureregen. Was ist das jetzt für ein Debug-Schwäche? Monster verursachen 20% weniger Schaden. Oh, das ist... Also. Aber naja, hab ja trotzdem jetzt gewonnen. So, einmal das und dann machst du einmal Explosion. Und nochmal Explosion. Jawohl. So, jetzt hat Casey ein Level Up. So, jetzt kannst du erster Shop machen. Der Shop. Warum ich denn da noch bin? Moment, Löwe. Okay. Wie komme ich denn da hin? Okay, keine Ahnung. Ich glaube da oben, ja, komme ich noch nicht ran. Super. Oh Gott, ey. Was gibt es hier für Gänge, ey? Ich glaube, von der Seite kann ich nur kommen. Oben. Tja, links oder rechts? Das ist jetzt hier die Frage. Ich gehe erstmal nach rechts. Ah, eine Kiste. Rotes Juwel. Kestus. Plus 1. Schauk, sehr schön. Direkt mal Aquakanon auf dem Tengu. Reicht, wenn ich mit ätzenden Stiche den angreife. Ja, mit Prügel kannst du von mir aus kommen, aber nicht mit Sporen. Jawohl, und gewonnen. Ich bin schon sehr auf den nächsten Boss gespannt. Ah. Leonard. Jetzt seht ihr mal an, wie ein echter Hüter mit einem wilden Monster umgeht. Wow, du hast jetzt gegen einen Blob gekämpft. Und noch ein glorreicher Sieg. Haha. Wow.